Erster Redner ist Michael Rammel von der FPÖ Oberösterreich. Der Vorlage am 28. Juni 2016 den Antrag, den ORF-Jahresbericht 2015 gemäß § 7 ORF-Gesetz zur Kenntnis zu nehmen. Danke. Beginnende Debatte ein. Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Magister Michael Rammel. Bitte, Herr Kollege. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Minister, meine geschätzten Kollegen im Bundesrat, vor allem aber meine sehr geehrten Damen und Herren zu Hause, passend zum heutigen ORF-Bericht, heute hier zu Gast auf ORF 3. Es ist mir und es ist der freiheitlichen Fraktion hier in diesem Hause ein ganz besonderes Anliegen und auch eine ganz besondere Freude, dass Sie heute wieder mal Gelegenheit haben, den Ausführungen des Bundesrates zu lauschen. Wir als FPÖ, wir freuen uns darüber und wir wären auch ganz stark dafür, dass Sie jedes Mal die Gelegenheit bekommen, der Länderkammer im Parlament zuhören und zuschauen zu können. Wir sind der festen Überzeugung, das ist das Recht eines jeden Bürgers, vor allem aber auch, wenn man es wieder auf den ORF herunterbricht, das Recht eines jeden Gebührenzahlers. Leider sehen das nicht alle Fraktionen in diesem Hause so. Wir hatten vor wenigen Monaten einen Entschließungsantrag, der genau das bezwecken sollte. Da hat sich die Zustimmung gerade bei Rot und Schwarz leider nicht gezeigt. Da wurde nicht der vollen Transparenz zugestimmt und da kann man sich schon fragen, warum ist das so? Liegt das vielleicht daran, dass die Vertreter aus den Regionen bei Ihnen zu Hause groß sprechen, was sie alles machen und wie sie, wo dafür sind, wo dagegen sind und dann still und heimlich gewisse Abstimmungsmaterien hier im Parlament anders verfolgen, wie das, was sie bei Ihnen zu Hause mutig am Stammtisch von sich gegeben haben. Ein Beispiel, und das weiß ich aus vielen, vielen Gemeinden, ist, und ich habe es hier schon oftmals genannt und ich werde es auch noch öfter nennen, weil es die Menschen wirklich sehr betrifft, das ist das Durchgriffsrecht des Bundes, wo das Länderrecht gebrochen wurde und durch Verfassungsgesetz, wo die Kompetenzen aufgehoben wurden, wo aus Menschen, aus Österreichern, die ein Häusl bauen wollen, rechtsunterworfene zweiter Klasse gemacht wurde, weil ein Flüchtlingsheim, wenn das errichtet wird, immer hier an erster Stelle sozusagen in der Rechtsordnung steht und das geltende Raumordnungsrecht nicht eingehalten werden muss. Da haben Ihre Vertreterinnen und Vertreter hier herinnen zugestimmt, meine sehr geehrten Damen und Herren zu Hause. Hier hätte der Bundesrat, wo immer diskutiert wird, welche Kompetenz hätte, hier hätte der Bundesrat das Ganze stürzen können. Aber zurück zum ORF-Bericht. Es ist schön, dass Sie das auch alles heute unter anderem mitbekommen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will den ORF und vor allem die unzähligen Mitarbeiter des ORFs nicht als Gesamtes und per se schlecht reden. Es gibt sehr, sehr viele, und ich bin überzeugt, das sind auch die meisten, Mitarbeiter vom Kameramann, vom Tontechniker, auch viele Redakteure und so weiter, die machen ihre Sache gut, sie machen sie nach bestem Wissen und vor allem nach bestem Gewissen. Und dann wissen wir aber leider und müssen wir immer wieder erleben, dass gerade im ORF auch Menschen tätig sind, die das Ganze nicht so genau nehmen. Und die es vor allem mit dem gesetzlichen Auftrag der Überparteilichkeit auch überhaupt nicht so genau nehmen. Und darauf müssen wir heute schon noch zu sprechen kommen, denn davon liest man in diesem ORF-Bericht aus dem letzten Jahr gar nichts. Sie wissen es alle hierherinnen, wir wissen es, Damen und Herren zu Hause wissen es wahrscheinlich auch, der Staatsfunk ORF hat einen gesetzlich determinierten öffentlich-rechtlichen Auftrag. Und das unterscheidet ihn auch von den Privatsendern. Nur wenn man sich dann das Programm ansieht, dann erkennt man über weite Strecken keinen Unterschied zu Privatsendern, die mit viel, viel weniger Geld auskommen müssen, die aber auch sehr, sehr gute Programme machen. Und wenn man sich den Bericht aus dem Jahr 2015 zu Gemüte führt, dann sieht man also, wie sind auch die verschiedenen Medien, die verschiedenen Kategorien aufgeteilt. Auf den ersten Blick schaut das ja nicht so schlecht aus. Da haben wir bei der Information 20% Anteil, Unterhaltung 32%, na, gehört auch dazu, Kultur 19% und Sport ganze 29%. Wenn man sich das Ganze dann aber etwas genauer ansieht, und da muss man auch ehrlich sein, da müssen wir schauen, ja, was wird denn in den beiden Primärsendern im ORF 1 und im ORF 2 gezeigt? Also der ORF 1 bietet hier sehr, sehr wenig, wirklich, sage ich mal, Gehaltvolles.
Da werden laufend mittelmäßige amerikanische Serien runtergespielt, meistens die siebte Wiederholung davon. Die richtig guten Programme, die Informationsgehalt haben, auch die Kulturgehalt haben, die werden auf den ORF 3 verlagert, der aber leider nicht so sehr beworben wird und daher auch nicht so gut ankommt. Dann gibt es ORF-Produktionen, die eine mit besserer Qualität, das sind gute Dokumentationen, die werden über die DVD auch verschiedenen Menschen zur Verfügung gestellt, das ist positiv. Aber der ORF leistet sich eben auch den ein oder anderen Flop. Da hat es in den letzten Jahren zwei Serien gegeben, die mir da besonders aufgefallen sind, eben auf ORF 1. Die eine hat geheißen Mitten im Achten, nach ein paar Folgen abgesetzt. Und die zweite Serie, meine sehr geehrten Damen und Herren, hatte den bezeichnenden Titel, den ich aber immer noch nicht ganz deuten kann, Tschutschenbauer. Nach wenigen Folgen auch abgesetzt. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Projekte kosten sehr, sehr viel Geld. Zwei Zahlen, damit Sie sich das vorstellen können. Der Jahresumsatz beim ORF liegt ungefähr bei 900 Millionen Euro. 900 Millionen. Und von diesen 900 Millionen bezahlen Sie, die Gebührenzahler, stolze 600 Millionen Euro jährlich, meine sehr geehrten Damen und Herren. 600 Millionen Euro jährlich für ein Programm, das in weiten Teilen nicht besser ist wie Privatsender, die sie aber nicht bezahlen müssen, und vor allem 600 Millionen Euro für politische Agitation und politische Manipulation in vielen, vielen Bereichen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt ist der Geschmack bei der Programmgestaltung eine Sache, über die kann man zugegebenermaßen diskutieren. Dem einen gefällt das mehr, dem anderen das andere. Aber bei der Objektivität hört sich der Spaß auf. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe Ihnen hier ein Zitat mitgebracht. Ich darf Ihnen das ganz kurz vortragen. Ich habe eine kritische Meinung zum ORF, denn ich habe den Eindruck, dass die objektive Vorgangsweise, was die politische Berichterstattung anbelangt, nicht in allen Fällen gewährleistet war und dass auch der öffentlich-rechtliche Auftrag zu diskutieren ist. Und es geht weiter in einem Standardinterview. Ich meine etwa die Schlussrunde zwischen den Präsidentschaftskandidaten Alexander Van der Bellen und Norbert Hofer. Die war nicht fair. Da ist schon tagelang vorher kolportiert worden, dass der ORF ein Thema parat haben wird. In der Geschichte rund um Hofers Israelreise war ein Recherchefehler. Und den Gegenkandidaten hat man nicht mit der gleichen Härte behandelt. Das war nicht objektiv. Und dass vorher Kanzler Werner Faymann allein die Sendung im Zentrum bestreiten durfte, war auch nicht in Ordnung. Wissen Sie, wer das gesagt hat? Vor allem in Richtung ÖVP. Das war nicht der Hansi Strache, es war auch nicht der Herbert Kickl, es war euer Parteichef, Vizekanzler Reinhold Mitterlehner im Originalton. Und es ist sogar noch eine Stufe weitergegangen, weil da hat es heuer eine ganz interessante Zeit in Bildfolge gegeben und da ist mir einmal so richtig der Kragen geplatzt. Was einen ja eh wundert, weil der ORF ja die Bezeichnung Rotfunk nicht ganz zurecht trägt, denn auch die ÖVP hat da massiv, wenn man ehrlich ist, die Finger im Spiel. Aber er hat also nicht das Wort Rotfunk verwendet, sondern hat gemeint in der ZIP, der ORF ist ein Bestellfunk. So die Worte von Herrn Vizekanzler Reinhold Mitterlehner, einer der höchsten Organe unserer Republik. Und liebe Kollegen hier im Bundesrat, ich denke, man muss es vielleicht manchmal doch in Erinnerung rufen, weil so klar dürfte es nicht sein, dass nicht nur den Staat in gewissen Angelegenheiten, sondern auch den ORF als Staatssender eine Neutralitäts- und eine Äquidistanzpflicht trifft. Und diese beinhaltet eben ein Objektivitätsgebot. Und das können Sie auch nachlesen im Lehrbuch Verfassungsrecht von Professor Oehlinger, kein FPÖ-naher Professor. Und warum ist das Ganze so? Warum muss beim ORF ein anderer Maßstab wie bei einem Privatsender angesetzt werden? Das hängt damit zusammen, dass erstens der Staat den ORF durch Gesetz eingerichtet hat, dass zweitens auch der Staat durch eine Zwangsfinanzierung, durch Zwangsgebühren die Einnahmen des ORF sichert und zum Dritten, weil der Staat einen wesentlichen Einfluss auf die Bestellung dieser ORF-Leitungsorgane hat. Und ich habe zwei Beispiele genannt, also der Herr Mitterlehner hat sie sogar für mich sozusagen schon vorweggenommen. Einmal die Faymann-Sondersendung, man könnte auch sagen, der letzte Akt des sterbenden Schwans, denn kurz danach ist er zurückgetreten, gebracht hat ihm das nichts, dass in einer neunjährigen Sendereihe das erste Mal ein Monolog gehalten wurde und keine Diskussionsrunde.
Und das Zweite, und das zeigt auch die Unobjektivität mancher Akteure, war die Frau Ingrid Thurnherr, wo man schon an der Mimik erkannt hat, und Sie haben alle viele Rhetorikseminare gemacht, Sie wissen das, dass man mit der Mimik oft mehr sagt als mit Worten. Alleine die Mimik, die sie dem Norbert Hofer gegenüber schon gehabt hat, ja, hat alles gesagt. Aber dem nicht genug, man hatte sogar noch einen völligen Recherchefehler aufgetischt. Und was war die Folge davon? Ein peinlicher Streit zwischen dem Profil und dem anderen ZIP-Moderator Armin Wolf, wer denn jetzt eigentlich der Urheber dessen ist. Und beim Herrn Wolf sind wir dabei, was bekommen die Moderatoren überhaupt? Wie hochbezahlt sind sie? Wir wissen es nicht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zum Abschluss bringe ich hier noch einen Entschließungsantrag ein, der diesem Problem künftig Abhilfe schaffen soll. Denn eines muss auch den Moderatoren eines Staatsfunks klar sein. Man kann nicht Vorteile eines sicheren Arbeitsplatzes quasi akzeptieren, aber keinen Nachteil und vor allem keine Transparenz. Wir alle werden vom Staat bezahlt, wir müssen unsere Gehälter offenlegen. Ich finde das völlig in Ordnung, das ist transparent. Warum nicht beim Staatsfunk? Und ich bringe daher folgenden Entschließungsantrag ein. Der Bundesrat wolle beschließen, die Bundesregierung und insbesondere der Bundesminister für Kunst und Kultur, Verfassung und Medien werden aufgefordert, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage vorzulegen, die gewährleistet, dass moderierende und oder programmgestaltende Mitarbeiter mediengattungsunabhängig der Nachrichten-, Informations-, Wirtschaftsmatte des ORF oder seiner Tochtergesellschaften ihre Einkünfte durch den ORF und seine Tochtergesellschaften und auch etwaige Nebeneinkünfte von anderen aufgeschlüsselt nach Auftraggeber und auszahlender Stelle, die Höhe des Entgelts sowie etwaige Sachleistungen und die als Abgeltung für diese Nebentätigkeit geleisteten Zahlungen und oder Sachleistungen an Dritte auf der ORF-Homepage offenzulegen haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir können dieser Schönfärberei im Bericht keine Zustimmung erteilen. Und ganz zum Abschluss noch ein freundlicher Appell an die Zuseher da draußen. Erstens, glauben Sie bitte nicht alles, was Ihnen der staatliche Rotfunk erzählt. Und zweitens, wenn Sie eine Entspannung suchen, dann nehmen Sie vielleicht besser ein gutes Buch zur Hand. Und vor allem, wenn Sie Informationen suchen, dann informieren Sie sich bitte bei staatsunabhängigen Medien. Herzlichen Dank. So, Michael Rammel von der FPÖ Oberösterreich zum ORF-Jahresbericht 2015. Als nächster Redner zu diesem Tagesordnungspunkt spricht nun Stefan Schennach von der SPÖ Wien. Betreffend Offenlegung der Einkünfte von ORF-Mitarbeitern, die Nachrichten-, Informations-, Wirtschaftsinformate mediengattungsunabhängig gestalten und oder moderieren, ist genügend unterstützt und steht demnach mit in der Verhandlung. Als nächster zu Wort gemeldet ist der Bundesrat Stefan Schenach. Bitte, Kollege.